Die Waldameisen sind die Polizei des Waldes und sorgen unter anderem dafür, dass sich Pflanzenschädlinge nicht massenhaft vermehren können. Ohne Waldameisen würde es auch viele Käfer- und Schmetterlingsarten nicht geben, da ihre Jungtiere im Nest der Gastgeber aufwachsen. Für den Stoffkreislauf und die Belüftung des Bodens sind Waldameisen nicht wegzudenken. Daher stehen hügelbauende Waldameisen in Deutschland seit fast 200 Jahren unter Naturschutz. Das bedeutet, dass sie weder gestört noch getötet werden dürfen. Trifft die Waldameise in Gärten auf den Menschen, sind Konflikte oftmals vorprogrammiert. Denn dieser fühlt sich nicht nur gestört, sondern sieht sein Recht auf Unversehrtheit seines Eigentums bzw. des eigenen Körpers als bedroht. Die Lösung ist eine fachgerechte Umsetzung der Waldameisen, die nur mit Ausnahmegenehmigung durch die Naturschutzbehörde erfolgen kann.